Die Regeln für Donald Trump, die ich mir gerne reinziehen möchte? Digga, dass die immer noch in 720p hochladen. Das ist so lächerlich, also wissenswert, was ist denn da los? In den letzten 4 Jahren gab es wohl keine Person, die weltweit so umstritten war wie Donald Trump. Klar, Paluten. Der ehemalige US-Präsident hat nämlich nicht nur fast jeden Tag für Schlagzeilen und Kontroversen gesorgt, er wird von manchen sogar als der schlechteste Präsident aller Zeiten bezeichnet. Und ja, obwohl er seit einigen Tagen nicht mehr der mächtigste Mann der Welt ist, wird es auch in der nächsten Zeit wohl kaum ruhiger um ihn werden. Auch als Ex-Präsident muss er weiterhin einige strenge Regeln befolgen, die ein normales Leben gar nicht möglich machen. In diesem Video wollen wir euch daher einige heftige Regeln präsentieren, an die sich Donald Trump als Ex-Präsident unbedingt halten muss. Wir zeigen euch unter anderem krasse Security-Maßnahmen, gravierende Einschränkungen seines Privatlebens und auch eine Regel, die Trump sogar ins Gefängnis bringen könnte. Es wird also sehr... Hey, jetzt mal Real Talk Chat. Glaubt ihr Trump... Glaubt ihr Trump geht in den Knast? Glaubt ihr Trump geht in den Knast? Also... Ich weiß es nicht, ich weiß es. Ich kann es noch nicht, ich habe mich dazu abschließend noch nicht so wirklich... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, wa? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich fürchte wahrscheinlich auch eher nicht, ne? Es ist ziemlich unrealistisch wahrscheinlich, ne? Spannend, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einer Regel, die für die meisten Menschen vermutlich ziemlich hart, für einen ehemaligen US-Präsidenten jedoch die Realität ist. Es geht dabei nämlich um eine der wohl schwierigsten Momente im Leben eines Menschen, die Entscheidung, wie die eigene Beerdigung ablaufen soll. Während sich die meisten Menschen wohl ihre eigene Beerdigung nur mit ihrer Familie und ihren Freunden vorstellen können, muss sich Donald Trump damit abfinden, dass er, ob er will oder nicht, in aller Öffentlichkeit bei einem Staatsbegräbnis zu Grabe getragen wird. Krass. Diese Regel hat in den USA jahrhundertelange Tradition und die Formalitäten sind vom amerikanischen Militär genauestens geregelt. Okay, so gibt es unter anderem konkrete Anweisungen darüber, wie schnell der Bestattungswagen fahren darf oder wie genau die Blumen am Grab angebracht werden. Alright. Wie es das Protokoll vorschreibt, wird nicht nur der Präsident selbst in die Planung eingeweiht, sondern seine ganze Familie. Im Falle von... Ich glaube, das ist doch jetzt neu. Die haben doch gesagt, dass der mit so einem Katapult einfach weggeschossen wird, oder? Donald Trump bedeutet das, dass sein noch jugendlicher Sohn Barron selber an der Vorbereitung zur Todesfeier seines Vaters teilnehmen musste. Eine Sache, die Trump wahrscheinlich schon jetzt an seiner Beerdigung ärgern nach wird, Mexiko ist über der die Mauer. Fakt, dass bei seinem Begräbnis alle noch lebenden Ex-Präsidenten der USA anwesend sein werden. Viele von ihnen, wie etwa Clinton, Bush oder Obama, sind Trump bekanntermaßen nicht sonderlich verbunden, was sich eventuell bei einer Grabrede bemerkbar machen könnte. Machen wir weiter mit einer Regel, die zeigt, dass das Privatleben eines Präsidenten nach seiner Amtszeit extrem eingeschränkt wird. Auch wenn Trump seinen Alltag nun eher so gestalten kann, wie er es will, gibt es nämlich eine ganz normale Sache, auf die er ab sofort verzichten muss. Trump darf für den Rest seines Lebens nicht mehr selber auf öffentlichen Straßen. Was? Ein Auto fahren. Für jede Fahrt in einem Auto muss Trump nämlich vorher die ausgebildeten Fahrer des Secret Service engagieren, um... What, Digga? Ja gut, maybe auch besser, oder? ...einen Ausflug zum... Champion, real talk. Diese Fahrer sind genauestens auf das Chauffieren von Präsidenten trainiert und sollen dafür sorgen, dass... Dass auch mal geil gedriftet wird, Alter. Imagine, Bro, der kauft sich einfach ein Lambo und darf hier nicht fahren, einfach. Merkel zum Beispiel, Merkel fährt immer noch mit M3 über Autobahn, der ist alles egal. Auch Ex-Präsidenten zu jeder Zeit vor Angriffen geschützt sind. Für Donald Trump könnte diese Regel allerdings zu einer stärkeren Belastungsprobe als... Fährt er mit einem Formel-1-Auto? Als für an... Fährt der gerade mit einem Formel-1-Auto? Fährt der mit einem Formel-1-Auto durch New York? Digga, lost? ...ihre Ex-Präsidenten werden. Der Milliardär, der sein Vermögen bekanntlich mit Immobilien gemacht hat, gilt nämlich als großer Autofan und soll einen Fuhrpark mit zahlreichen Luxuswagen besitzen. Oh, allerdings nein, Digga, wird er in keinem dieser Autos je wieder selber am Steuer sitzen dürfen. Als nächstes kommen wir zu einer Regel...
Bro, der wird so oder so machen, ich sag's euch. Gil, bei der Donald Trump neben Jimmy Carter erst der zweite US-Präsident ist, der sich an sie halten muss. Es geht dabei um eines der umstrittensten Themen seiner Amtszeit, das gerade in der jetzigen weltweiten Lage von sehr hoher Bedeutung ist. Okay. Und zwar das Recht auf eine Krankenversicherung. In den USA gibt es eine Regelung, die dafür sorgt, dass jeder Mensch, der mehr als 5 Jahre für die Regierung gearbeitet hat, eine lebenslange Krankenversicherung erhält, die vom Staat bezahlt wird. Da Trump allerdings nur 4 Jahre im Amt war und vorher nie einen offiziellen Job in der Regierung hatte, muss er selber für seine Krankenversicherung aufkommen. Oh nein, deshalb wollte er unbedingt wiedergewählt werden, wegen der gratis Krankenversicherung auf den Nacken. Zwar wird ihm das bei einem Vor allen Dingen halt gerade er so, der das Gesundheitssystem in den USA so genommen hat, Alter. Digga, verdient, Bro. Karma is a bitch, Bro. Was soll ich sagen? Letzten Vermögen von mehreren Milliarden Dollar nicht besonders schwer fallen. Dennoch muss auch er sich an diese exklusive Regel halten, wenn er krankenversichert bleiben will. Die nächste Regel betrifft eine weitere Tätigkeit, die für fast alle Menschen zum ganz normalen Alltag gehört und über die sich die wenigsten den Kopf zerbrechen müssen. Nämlich der Kauf eines neuen Smartphones. Zwar ist Donald Trump nach seiner Amtszeit nicht mehr in politische Entscheidungen involviert, dennoch gibt es die Befürchtung, dass er als ehemals mächtigster Mann der Welt Opfer von Spionageangriffen durch Hacker wird. Aus diesem Grund darf er so noch so ein Dummy-Handy, so ein richtiges Krüppelfon nutzen. Grund darf Trump nicht ohne weiteres in einen Laden gehen und ein neues Handy kaufen. Er kann dies nur tun, wenn er vorher alle Details mit dem Secret Service abgesprochen hat. So alte Nokia. Der das Smart. Imagine Trump, kein Tinder mehr für dich. Von nach dem Kauf gegen sämtliche Mit so einem VPN. Hackerangriffe schützt und so dafür sorgt, dass keine Staatsgeheimnisse in fremde Hände gelangen. Übrigens wurde Trump deshalb schon seit Jahren geraten, unbedingt sein Android-Handy loszuwerden und auf ein durch das Secret Service gesicherte iPhone zu wechseln. Der Präsident wollte das Android-Handy lange Zeit behalten, da es für ihn Berichten zufolge leichter zu bedienen war. Allerdings überzeugte ihn sein Sicherheitsberater schließlich, das Gerät zu wechseln. Kommen wir nun zu einer Regel, die nicht nur das alltägliche Leben von Donald Trump selbst, sondern auch von seiner Frau Melania und seinem Sohn Barron massiv verändern wird. Denn obwohl Trump nicht mehr Präsident ist, kann er sein Leben überhaupt nicht normal fortführen. Das Protokoll für Ex-Präsidenten schreibt vor, dass Trump und seine Familie, egal wo sie sind, ständig von Secret Service-Mitarbeitern beschützt werden müssen. Selbst ob das jetzt sein muss, ne? Im Urlaub, bei einem Ausflug in der Natur oder beim Essen gehen mit Freunden, nirgends mehr wird Trump in seinem Leben ganz alleine hingelangen, ohne dass ihn eine Schar von Secret Service Mitarbeitern begleitet. Auch ein Leben mit spontanen Entscheidungen ist nicht mehr möglich. Alle Besuche und Tätigkeiten in der Öffentlichkeit müssen erst vorher in aufwendigen Lagebesprechungen geklärt werden. Nur wenn ein vollständiges Sicherheitskonzept besteht, darf der Präsident dann seinen täglichen Beschäftigungen nachgehen. Kommen wir nun zu einer Regel, die vor allem für Trump fatal sein kann. Die folgende Regel könnte nämlich nicht nur das restliche Leben von Donald Trump zerstören, sondern auch für eine noch nie dagewesene politische Situation sorgen. Er verliert nämlich als Ex-Präsident seine Immunität. Ja, und dann geht's vielleicht in den Knast, Digga. Also den Schutz vor juristischen Verfahren. Als Ex-Präsident muss Trump daher ab sofort für seine öffentlichen und privaten Handlungen gerade stehen. Da er nicht nur während seiner Amtszeit, sondern bereits zu seiner Zeit als Unternehmer mit dem Gesetz in Konflikt geriet, könnte es nun dazu kommen, dass er sich dafür verantworten muss. Viele werfen ihm nämlich unter anderem vor, dass er Steuern hinterzog, Geheimdienstinformationen ins Ausland weitergab oder sogar den Sturm auf das Kapitol anzettelte. Sollten Richter und Ermittler zukünftig Beweise für einige dieser Anschuldigungen finden, unwahrscheinlich, dass sich Trump früher oder später zahlreichen Gerichtsverfahren stellen muss und im schlimmsten Fall sogar im Gefängnis landet. Der Verlust der Immunität ist also die gefährlichste Regel für Trump, da sie riesige Auswirkungen auf seine Zukunft haben könnte. Die nächste Regel betrifft vor allem die zukünftigen Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten. Die dürfen nämlich nicht mehr Haare haben als er, das ist auch so eine Regel. Aktiver Präsident hatte Trump unglaubliche 100 Millionen Dollar pro Jahr erhalten. Mit What?
wenn er knapp 400 Menschen in seinem Beraterstab engagieren konnte, die ihm bei all seinen Entscheidungen halfen. Was, Junge? Auch wenn Trump nun nicht mehr Präsident ist, so 100 Millionen Dollar, what? Wird er, wie viele andere Ex-Präsidenten auch, vermutlich weiterhin in der Öffentlichkeit auftreten, Reden halten und in irgendeiner Form politisch aktiv bleiben. Allerdings erhält er als Ex-Präsident statt 100 Millionen Dollar im Jahr dafür nur noch 100.000 Dollar jährlich, was statt 400 Mitarbeitern nur noch für einen einzigen Angestellten reicht. Schade. Auch wenn Trump sich selber zwar als Multimilliardär bezeichnet, so bleibt es trotzdem fraglich, ob er weiterhin selber viele Millionen Dollar in seine politische Kampagne investieren will. Ja. Denn selbst als er noch Präsident war und das angeblich gefälschte Wahlergebnis mit Hilfe von vielen Mitarbeitern überprüfen lassen wollte, setzte er dafür nicht sein eigenes Geld ein. Stattdessen rief er einfach seine Anhänger dazu auf, ihm Geld zu spenden, um so seine... Digga, imagine, du als Milliardär, Digga, fragst du nach Donos, Alter, wirklich. Stell dir mal vor, wie dumm das ist. Bro, du musst dir überlegen, du hast schon so viel Kohle, Alter, wie ich. Der hat einfach alles Geld der Welt, wisst ihr, was ich meine? Und dann kommt der an und fragt einfach nach Donos, Alter. Digga, ganz ehrlich, das wäre genauso, wenn ich jetzt sagen würde, Ausrufezeichen Prime, meine Freunde, schreibt's mal in den Chat, Ausrufezeichen Prime. Prime ist kostenlos auf Twitch, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, da auf jeden Fall mal reinzappen, ja, genau. Eigenen Mitarbeiter bezahlen zu können. Weiter geht's mit einer Regel, die sich eigentlich von selbst erklärt, dieser bei der viele jedoch die Befürchtung haben, dass sich Donald Trump nicht dran halten wird. Als ehemaliger US-Präsident hat man nämlich nicht nur über mehrere Jahre die Politik der USA gelenkt, sondern auch Einblicke in sämtliche Geheimdienst- und Militärgeheimnisse bekommen. Da man so für den Rest seines Lebens über Informationen verfügt, die strengstens vor der Öffentlichkeit geschützt werden, Janik, ist man als Ex-Präsident dazu verpflichtet, keines dieser Geheimnisse weiterzuerzählen oder zu veröffentlichen. Allerdings befürchten einige, dass Donald Trump in der Zukunft viel über vertrauliche Details seiner Amtszeit sprechen und dadurch weitere politische Skandale sorgen könnte. Imagine, der tweetet einfach irgendwann mit so einem anderen Account diese Atomcodes. Sollte er diese Regel allerdings tatsächlich brechen, würden auf ihn zahlreiche Gerichtsverfahren warten, da er sich damit schnell dem Hochverrat schuldig machen könnte. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Regel für Ex-Präsidenten, die für Trump ebenfalls nicht leicht wird einzuhalten. Als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten übernimmt man nämlich eigentlich eine repräsentative Rolle, die politisch neutral sein soll. Dazu gehört auch, dass man sich nicht in politische Entscheidungen der aktuellen Regierung einmischt wird und sie nicht kritisiert. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob sich Donald Trump an diese Regelung halten wird. Schließlich ist er dafür bekannt, andere Politiker scharf zu attackieren. No joke, also jetzt, man kann ja halten von ihm, was man will, aber wenn der jetzt einfach mal 2 Jahre die Fresse hält und in den Knast geht, ich würde schon feiern, war ich fänd's schon ganz gut. Sogar unter der Gürtellinie zu beleidigen. Der Milliardär hat zudem schon angekündigt, in einer gewissen Form zurückzukommen. Und es wird bereits darüber spekuliert, ob er einen eigenen politischen Fernsehsender oder sogar eine neue politische Partei gründen wird. Die Regel, dass ein Ex-Präsident keine politische Kritik übt, nicht offiziell in der Verfassung geregelt. Ja, aber dennoch so gilt es als gang und extrem gäbe. Unhöflich, ja, ja. sich in politische Sachen einzumischen. Und das war's auch schon mit unserem Video. Ach, welche Junge, dieser Regeln Junge, hat euch denn am meisten... Ich wünsche mir einfach, dass Trump die Fresse hält, mehr nicht.